Das ist unser Lagerhaus. Hier stehen die Webstühle von unserem Weber. Bei unserem Gerber stehen auch die ganzen Bottiche. Bereit? Räucheröfen bei der Räucherei und so weiter. So, da kommen unsere zweite Ladung Schwerter. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Ja, wir haben das Schwertkämpferbataillon. Auf euren Befehl. Sofort. Euer Bataillon Schwertkämpfer wartet vor eurem Lagerhaus auf neue Anweisungen. Ja, jetzt sollten wir Marcus losschicken. Wieder zum Lagerfeuer. Das auch zu entzünden. Und ja, das letzte Lagerfeuer ist übrigens hier. Das habe ich sogar noch in Erinnerung, auch wenn es ewig her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ja, man sieht, wir haben sehr viel Gold mittlerweile. Da sind unsere Steuern wieder eingegangen. Ein Karren wurde ausgesandt. Oh. Ich sollte den natürlich auch eskortieren. Also indem ich einfach den Soldaten mit dem Rechtsklick auf den Karren sage, da eskortiert ihn. So, da können wir jetzt wieder ein Fest schmeißen. Sehr gut. Das Bataillon Schwertkämpfer wird unseren Karren schützen. Bei dieser Eskorte werden die Banditen es sich zweimal überlegen, ob sie den Karren angreifen. Sie halten sich größtenteils fern, weil der Karren halt eskortiert wird. Finde ich nämlich auch so ein nettes Gimmick, dass man halt seine Karren eskortieren kann, wenn eben solche Bedrohungen lauern. So, nicht mehr lange, dann sind wir beim Lagerfeuer. Das ist da oben. Und ja, unserem Steinbruch geben wir die Steine aus. Das Lagerhaus ist voll. Also es ist fast voll. So, wir haben wieder mehr Frauen. Sehr gut. Ihr habt das nördliche Signalfeuer entzündet. Ihr solltet eure Kirche nutzen, um regelmäßig eine Predigt zu halten. Wählt dazu die Kirche an und drückt die Schaltfläche für Predigt, um eure Siedler zu versammeln.
Ja, macht mir jetzt doch mal. Ihr versteht, dass ein fester Glaube euren Siedlern gut tut. Seht, wie sie zur Kirche strömen. Eine Predigt verbessert den Ruf eurer Stadt. Und ihr verdient auch ein wenig damit. Oh nein, die Wikinger greifen unser Kloster an. Wie ihr wünscht. Verstanden. Oh je, das sind aber viele. Schon unterwegs. Wollen wir uns lieber noch einen Soldatenpuff? Mir ist gerade so aufgefallen, hier ist ein Schiffswrack, was wir dann können. Alles klar. Ein Karren wurde ausgesandt. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Seid wachsam. So, was könnte ich noch verkaufen? Bisschen Weizen, da ich... Ein Karren wurde ausgesandt. So, da ist etwas Gold. Wie ihr wünscht. So, und die haben das Kloster jetzt niedergebrannt und Frauen entführt und alles. Banditen haben einen Karren erbeutet. Und da wurde uns Geld geklaut. Mist. Stimmt, das Geld kommt ja auch immer in einem Karren. Das wir haben jetzt gerade Geld verloren. Die Wikinger haben unser Kloster angegriffen und beschädigt. Wir wären euch sehr zu Dank verpflichtet, wenn ihr etwas Stein schicken würdet, damit wir das Kloster reparieren können. Jo, der Stein ist schon unterwegs. Deswegen ist es immer wichtig, ein paar mehr Soldaten zu haben. Verstanden. Also ja, theoretisch könnte man die Soldaten auch nutzen, die das Banditenlager dann einfach auszunehmen. Dann hat man endgültig Ruhe vor denen. Ein Karren wurde ausgesandt. So, dann verkaufen wir auch noch ein paar Tierkörper. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. So. Die gehen zurück in unsere Stadt. Die kommen bald an für das Kloster. Beschützt dieses Ziel! Sofort! Ich kann übrigens auch meinen Rittern der Eskorte bringen. Gerecht und mitfühlend ihr seid. Zum Dank dafür werden wir das letzte Signalfeuer für euch entzünden, das sich unterhalb unseres Klosters befindet. Das Handelsschiff liefert einzigartige Waren zum Hafen. Wenn ihr dort Salz kauft, wird die Nahrung schmackhafter, wodurch der Ruf eurer Stadt steigt. Sofort! Ihr habt euch wacker geschlagen, edler Ritter. Alle drei Signalfeuer sind entzündet. Sehr gut.
Jawohl! Und ja, ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal schnell das Räuberlager aus. Wie ihr wünscht. Sofort. Ich kann übrigens mit der Taste einfach mein gesamtes Militär anwählen. Kann also, oh, ja, bestimmt. Der Taste kann ich zwischen Sektoren und normalem Gebiet hin und her schalten, was auch praktisch ist. So, wo bleibt mein letzter Trupp? Auf euren Befehl! Ach, da ist er. Machen wir mal ein bisschen Speed. Alles klar. Ein Getreidebauer hat kein Problem. Nicht aufgeben! So, das hat uns jetzt zwar einen Punkt gekostet, aber jetzt sollte das eben sicherer sein für uns dann. Zum Angriff! So, dafür müssen wir nur noch ihr Hauptlager in die niederbrennen, indem wir es mit Fackeln bewerfen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Oh, da steht sogar noch ein Banditenzelt. Also sollten wir das am besten auch? Ich habe Fackeln für euch. Ei. Niederbrennen. Jawohl. Nicht aufgeben. Und ja, das war gerade Markus die Fähigkeit, die Leute wieder mit Fackeln zu versorgen. Schon unterwegs. So, damit sind die Banditen auch aus der Diplomatieliste verschwunden. Verstanden. So, stellen wir mal auf dreifach Geschwindigkeit, dass wir die Mission dann auch mal zu Ende bringen. Kaufen einmal Salz. Das Lagerhaus ist voll. Verkaufen etwas Holz. Unsere Freunde im Süden. Wie sieht es mit Wolle eigentlich aus? Ah, haben wir noch ein bisschen. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, unser Steinbruch hat noch 30 Steine, auch gut. Und da kommt Salz. So, das Salz wird theoretisch hier auf dem Markt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich bin beeindruckt davon, wie ihr mit den Wikingern fertig geworden seid. Und überdies habt ihr ein Händchen fürs Geschäft. Ich möchte eurer Majestät die Treue schwören. Und als ein Ritter an eurer Seite. Ja, damit haben wir uns. Im Namen der Krone nehme ich euren Schwur an, Lord Elias. Seid willkommen an unserem Tisch. Damit habe ich unseren haben wir unseren dritten Ritter bekommen. Elias, den Händler. Was der kann, sehen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ja. Denn die nächste Mission, Gallos, sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Weil ich ja schon sehr stark überziehe eigentlich. So, aber bevor ich die Aufnahmesession beende, hoffe ich, euch gefällt das neue Let's Play und hoffe auch, dass ihr weiter zuschaut.
Also, da gibt's jetzt einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.